Willkommen im Madrig. Hi, ich habe einen Tisch reserviert auf Paul. Endlich wieder einmal eine, im Wortsinne, Traumrolle für Nicolas Cage. Was? Tut mir leid, aber kenne ich Sie nicht? Keine Ahnung, tun Sie's? Ja. Vom Osler vielleicht? Ich bin der Professor. Nein, da war ich nicht. Waren Sie in letzter Zeit bei uns? Nein, okay, ja. Entschuldigung, ich habe gerade ein heftiges Déjà-vu, oder? Brian, richtig? Oh. Wieso sieht das Zebra so aus, wie es aussieht? Hey, Konzentration. Paul, ich habe oft an dich gedacht. Ja? Weil ich immer wieder von dir träume. Du machst nichts, bist einfach nur da. Also, diese bestimmte Person. Ein bemerkenswerter Niemand. Ich hatte auch so ein Erlebnis. Habt ihr ein Foto? Hast du zufällig von mir geträumt? Ob ich zufällig von dir geträumt habe? So I read 5 scripts in 45 years where I said to myself, I have to make this movie. Nothing needs to be added, taken away or altered. They are Leaving Las Vegas, Vampires Kiss, Adaptation, Bringing Out the Dead and Dream Scenario. Other movies I made I'm very happy with, but they weren't necessarily always on the page. They evolved. Why? Why did Dream Scenario speak to me so intensely? Well, one of the things the movie is about, first and foremost, it's about dreams. It's about the, what Jung would call the collective unconsciousness and how our brains and the connectivity of our brains is becoming so close now with the phones and whatever, that is almost becoming a reality, the collective unconsciousness. It's also about the 15 minutes. Wer ist sicher, dass tatsächlich von mir geträumt hat? Okay, dann greifen wir das auf. Vielleicht bringt uns das was Interessantes. Will einer von Ihnen den Inhalt seines Traumes mit uns teilen? Ja, Sie? Also, ich bin in so einem Wald, laufe ziellos herum und esse seltsame Pilze. Es ist tatsächlich so. Die Leute ringsum beginnen alle vom Professor Paul zu träumen. Und aus einem Hörsaal gelangweilter Studenten wird nach und nach ein Auditorium voller Fans. Reden Sie mit mir? Ja. Paul, der tötet uns. Paul! Die habe ich noch nie gesehen. Wunderschön. Nein! Ja, und mehr weiß ich nicht mehr. Krass. Interessant. Also, ich begutachte also einfach bloß die Pilze, anstatt zu helfen. Ich glaube schon, ja. Okay, hören wir uns noch einen an. Wer möchte? Eigentlich ohne trickreiche Monster und filmtechnische Kraftmeierei fokussiert sich der Film auf das cineastisch Wesentliche. Eine perfekte Dramaturgie und vorzügliche Darsteller. Okay, also ich beobachte wieder nur alles. Aber das ist witzig. Der ist interessant. Sonst noch einer? Wie es ausgeht, wird natürlich nicht verraten. Aber es gibt ein wirklich überraschendes Ende. Und so endet es auch? Ja, das ist alles, woran ich mich erinnere. Hat jemand auch einen etwas originelleren Traum? Vielleicht einen, in dem ich tatsächlich, naja, irgendwas tue? I've read Dream Scenario and I said, yes. Wasn't written for me, it was written probably for somebody else. But I knew how the character felt. He doesn't look like me, he doesn't sound like me, he doesn't move like me, he doesn't dress like me, but he is experiencing something that's similar. And I knew I could play the part authentically. Hier sind ungefähr 100 Nachrichten. Jemand für mich interviewen. Das ist doch seltsam, Paul. Vielleicht denkst du erstmal etwas nach, bevor du was Drastisches tust. Warum ich? Ich weiß es nicht. Ich bin was Besonderes, schätze ich. Sie machen mir Angst, Paul. Ich bekomme noch Albträume. Ich würde mir wünschen, ich wäre der, von dem alle träumen. Ich mir auch. Ja, nein.
Das hat schon was. Und wie ist er bei der Sache so drauf? Wir sind nicht so der Typ Mensch, der gern für Aufsehen sorgt, weißt du? Denkst du, die anderen Menschen sehen dich auch nackt? Vielleicht Tausende. Ich hoffe, ich benehme mich in ihren Träumen. Oh nein, tun sie nicht. Oh mein Gott, löscht das wieder. Nein, ist okay, ich schick das nur an Kyle. Wer ist Kyle? Tammys Freund. Der glaubt irgendwie nicht, dass du mein Dad wirst. Oh. Und ihr zwei flirtet? Nein, er hat nur nach dir gefragt. Dann bin ich endlich cool, hä? Naja, so weit würde ich nicht gehen. Hast du das gehört, Janet? Sie sagt, ich bin jetzt ein cooler Dad. Das habe ich gar nicht gesagt. But yeah, it's a cautionary tale about be careful what you get, because it can turn on you. You know, you may want fame, or you may think you want fame, but you don't know all the rules that apply to that. It's like gambling. You know, when you hit that number 7 on the roulette wheel and it all comes in, yeah, you're on top of the world. But when it all goes in the wrong direction and you lose your car, I'm not talking about me, but the feelings of loss are more profound than the feelings of winning. It's a deeper experience, the loss. And fame is the same kind of fickle. It can go in like any direction at any time. You never know. Ja, wir haben Thirds Anfang des Jahres gegründet, sind also noch eine recht junge Agentur. Unser Fokus liegt vor allem im Internet. Wir versuchen quasi ganzheitlich Marken mit, sagen wir mal so, unkonventionellen Promis zu verknüpfen, falls das Sinn ergibt. Und ich sehe Sie, genau jetzt, in diesem Moment, Paul, als die wohl interessanteste Person der Welt. Ich meine das, ich meine es so. Und das hauen wir nicht einfach so raus. Sie sind nicht bloß bekannt bei Menschen auf TikTok oder bei Menschen, die, sagen wir, den New Yorker lesen. Sie sind in den Köpfen der Menschen, während sie schlafen. Das bedeutet, dass jeder, der träumt, naja, womöglich ihr Publikum ist. Wie fantastisch. Wer hat sowas schon? Da ist das Publikum groß genug. Wissen Sie, wir haben überlegt, Ihre Lebensgeschichte an ein Filmstudio zu verkaufen. Denn bei dem ganzen Hype zur Zeit, denke ich, wir könnten einen 6-stelligen Deal rausschlagen. Und das allein für die Rechte. Also, wirklich? Ja. Lebensgeschichte. Ja. Wir verkaufen die Rechte. Also erstmal was Cooles, dass wir einen hervorragenden Start halten. Sprite. Sprite. Sprite?